Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zu meinem neuen News-Video für Mai. Und das ist auch vor meiner Sommerpause mein letztes Video, also mein letztes News-Video. Und das können wir gleich mit dem ersten Thema beginnen, nämlich mit meiner Sommerpause. Im Juni, Juli und August wird es keine Gruppencoachings geben. Ich werde keine neuen Coaching-Klienten annehmen, sondern derzeit nur mit denen weiterarbeiten, die bereits im Coaching-Programm bei mir drin sind. Es wird auf YouTube auch wesentlich weniger Videos geben. Ich mache halt einfach so eine klassische Sommerpause. Ich bin nicht ganz weg, aber ich mache einfach ein bisschen weniger. Und deswegen ist jetzt auch im Mai das letzte Gruppencoaching vor der Sommerpause. Und da geht es nochmal um das Thema weniger Stress und mehr Energie. Wenn euch das Thema interessiert, wenn ihr wissen möchtet, wie ihr euch im Alltag besser entspannen könnt, besser Freiheiten, Freizeit, freie Zeit für euch schaffen könnt, wie ihr geduldiger und ruhiger im Umgang mit euren Kindern werden könnt, dann schreibt mir sehr, sehr gerne eine E-Mail, auch gerne mit weiteren Fragen. Das Gruppencoaching, es geht ja immer 4 Wochen, also den ganzen Monat lang, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ihr euch jeden Tag eine halbe Stunde hinsetzen müsst. Manchmal ist es am Tag 5 Minuten, manchmal ist es alle 3 Tage 15 Minuten. Je nachdem, ihr könnt das ganz individuell in euren Alltag wunderbar einbauen. Und 2-mal in diesem Monat sehen wir uns dann auch immer live. Das ist für mich immer das Allerschönste, euch dann zu sehen. Ihr könnt euch dann auch mit den anderen Mamas, die in eurer Coaching-Gruppe sind, austauschen. Das ist immer ganz, ganz wunderbar. Diese 4 Wochen Gruppencoaching kosten aktuell 67 Euro bei mir. Also wenn euch das Thema weniger Stress, mehr Energie interessiert, dann schreibt mir sehr, sehr gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse ist wie immer unten in der Infobox verlinkt. Ansonsten habe ich eine Ankündigung zu machen, dass ich jetzt eine Woche lang Daily Vlogs drehen werde, die aber nicht direkt hochladen werde, weil ich unterwegs bin und mein Schnittprogramm einfach nicht mit habe. Deswegen werde ich einfach eine Woche lang Daily Vlogs filmen und die dann die Woche drauf hochladen. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht und ich glaube auch mal so eine Woche ist ganz cool. Länger ist dann immer so, wer schafft das schon zu gucken. Und ich habe gerade irgendwie wieder Bock drauf. Ich habe eine lange Zeit ganz, ganz wenig Vlogs jetzt gedreht und irgendwie habe ich da gerade Bock drauf und werde das halt nächste Woche so für euch machen, sodass es dann die Woche drauf für euch dann online geht und ihr euch jeden Tag über einen Daily Vlog von mir freuen dürft. Und danach habe ich noch gar keinen richtigen Plan, was online kommt, wie oft irgendwas online kommt, das lasse ich mir ganz, ganz sehr offen. In der Sommerpause möchte ich da ganz doll flexibel sein. Vielleicht gehe ich da auch mal wieder live hier und mache ein Hangout oder. Aber das werde ich einfach sehen, da möchte ich mich gar nicht so doll festlegen, weil es soll halt auch schon ein bisschen Sommerpause für mich sein, ein bisschen abschalten, ein bisschen Energie tanken, wieder den Fokus auf andere Dinge ein bisschen mehr legen und da freue ich mich tatsächlich auch drauf. Ich freue mich aber auch jetzt nochmal auf das letzte Gruppencoaching jetzt im Mai und dann geht es im September wieder weiter. Also im September geht es dann mit den Gruppencoachings wieder weiter, da kann man sich dann auch wieder neu bei mir bewerben für individuelle Coachings und das heißt, dass es auch Ende August das nächste News-Video wieder geben wird, wo ich euch dann wieder abhole, euch erzähle, wie mein Sommer war und was es dann im September Neues geben wird. Ich hoffe, das News-Video hat euch wieder gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!